Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zu Part 4 von Stalker 2. Ja, wir hatten ja jetzt zuletzt Sodder aufgesucht und der war wenig nützlich, wir haben ihn aber im Leben gelassen, wir sind ja nett. Wir waren auf einem kleinen Abstecher am Mondfeld und haben für die Butler im Auftrag von Linse einen Anschein-Monolithen entdeckt, der sich dann aber doch nur als getarnter Stalker entpuppte. Leider waren alle tot, Mission misslungen. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Also ich habe es zumindest getan und das war nicht genug. So, und ich habe hier gerade so einen Hinweis, ich soll in mein Versteck schauen. Also schaue ich in mein Versteck. Da ist mein Versteck. Oh, ein USB-Stick. Hello, Stalker. I'll keep it brief. I know who you are. And I can guess why you came here. My occupational hazard. Always reading the news from the mainland. And making acquaintances that might prove useful. Once upon a time, I came to the zone to find the truth too. So I want to help you. I will transfer to you the coordinates for my stashes. There you'll find the things and information I managed to gather over the years. The dead have no use for it. And I've been dead for a while, according to my paperwork. I hope we'll meet soon. And as for my stuff, it's nothing compared to all I've received from the zone. Jetzt war ich gedanklich kurz bei den Metro-Romanen, wo ja auch so ein seltsamer Stalker mit mir in Verbindung stand, der die Welt bereist hat. Sehr mysteriöser Dude, aber wir sind ja hier bei Stalker, nicht bei Metro. Okay, schauen wir mal, ob das was ist, was wir, bevor wir jetzt in Richtung Norden aufbrechen, uns noch anschauen können. Wer sucht, der findet. Mal sehen. Achso, das war jetzt wenig klug. Kriege ich hier was angezeigt? Nee, irgendwie nicht. Aber ich lasse die Mission mal aktiviert, falls wir in die Nähe dieser Verstecke kommen. Man könnte allerdings auch meinen, dass es hier... Ah nee, im Kreis sind alle Orte, daran liegt es nicht. Onkel Leon, ja? Hey, den kenne ich nicht. Mit dem gehen wir gerade mal quatschen. Der ist dort, wo... Moment. Ja, der ist doch dort untergebracht, wo die Wächter sich aufgehalten hatten. Hey, Onkelchen, lass uns quatschen. Warum haben die eigentlich ihre Fahrzeuge da gelassen? Sind doch alle weg. Interessant. Na gut, vielleicht sind sie auch erst in den Aufbruchsvorbereitungen. Bist du der Onkel? Ja. You've made a hell of a scene here, lads. I've been stomping around the Lesser Zone for years, but this is the first time I've seen this quarantine of yours. Good thing Uncle Lonya's got everything prepared. A shelter for the emissions. Some snacks. A good guide always thinks ahead, my boy. Well, where are we gonna go? Das finde ich spannend. Unter Onkel Leonia hatte ich mir was ganz anderes vorgestellt, aber es passt zur Zahl. Einen älteren, ausgezehrten Mann, der vermutlich noch gar nicht so alt ist, aber halt gezeichnet vom harten Leben in der Zone. What exactly does a guide do? Guides help lads get where they need to go in one piece. Of all the zone's ways, us guides know the safest ones. Hm. Or at least they say they do. Them lot will take you somewhere, another camp or an early grave. Just kidding, my boy. Just kidding. Ich glaube nicht, dass das ein Witz war. Okay. Safe travels. Aber das war jetzt nicht so aufschlussreich. Gut, aber haben wir ihn kennengelernt. Sei es drum. Gibt's da eigentlich noch was abzuräumen? Nee. Na gut. Dann brechen wir jetzt in Richtung Norden auf. Kann ich den haben? Nee. Wie bedauerlich. Ah nee. Stacheldraht macht Wunden. Das macht tatsächlich Wunden, wenn ich darüber springe. Das erspare ich mir. Und was ist das? Ein altes Landwirtschaftsfahrzeug, ne? Gut, wo müssen wir jetzt hin? In die Richtung? Bin ich da richtig? Jawohl.
auf in den Norden, in die etwas weniger ruhige Zone. Wobei, es bleibt doch relativ geschmeidig, glaube ich. Wir werden schon zurechtkommen. Ihr seid ja bei mir, ihr helft mir. Haltet mir die Hand, sprecht mir gut zu. Nicht wahr? Bitte. Gibt's hier was zu holen? Ja. Strahlenkrankheit gibt's zu holen. Ah ja, ein bisschen Krimskrams. Den nehmen wir doch mit. Der hier auch noch Krimskrams für einen alten, bedürftigen, armseligen Stalker. Moment, das ist doch wieder diese Bretterbude, wo Damlak sich vor den Banditen verschanzt hat. Nützt mir nichts. Also, weiter Richtung Norden. Tipp, tap, tipp, tap. Sieht verlassen aus. Das wäre eine gute Nachricht. Ah, da geht's rein. Hoffen wir mal, es ist verlassen. Es brennt noch Licht. Das ist kein gutes Zeichen. Tja. Hübsch ab das hier. Mann. Oh, fuck. Hier sind Fallen. Okay. Was ist denn hier drin los? Jetzt wird's interessant. Da ist die nächste. Ruhig, Brauner. Speichern wir mal. Oh, ich brauche echt noch mehr Energie. Das hat mich ziemlich reingeritten. Okay, jetzt muss ich auf Fallen und auf Schüsse achten. Wo war der? Fallen sind nicht gut zu sehen. Aber dafür sind es ja Fallen, nicht wahr? Wo ist er hin? Ich entschärfe erstmal runter. Er wird da sicherlich nicht reinrennen. Er hat sie ja gelegt. Ah, da ist die Granate. Get over here, you pussy. Wo bist du denn? Warum immer gleich so unfreundlich? Ich bin nett. Ein netter Stalker. Ich lächle sogar. Ich glaube, Granaten sind ganz gut zum Verkaufen. Wiegen wenig und sind was wert. Prinzipiell auch Munition, aber ich verkaufe die nicht gern. Wenn man da mal welche braucht, sind sie sauteuer. Aber wo ist er? Er quatscht mich nur voll. Oh, fuck. Okay. Da oben wahrscheinlich. Ja, da bist du ja. Oh, fuck. Junge, 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 Junge. Aber das ist noch nicht zu Ende, mein Guter. Das will ich jetzt geregelt haben. Da war nur eine Lampe, ne? Ich weiß gar nicht, ob er da wirklich war. Aber man hört auch die Schritte. Könnte er mal eine Granate hochwerfen? Hat ja genug für mich dagelassen. Ich auch. Aber er war da, ne? Erwischt habe ich ihn nicht. Da war Bewegung. Ah. Gleich noch eine Granate. Na, es könnte was... Oh, nee, die ist da wieder runtergefallen. Bisschen steiler werfen. Da ist er. Oh, hat auch einer geworfen. Oh, ich habe ihn erwischt. Aber lebt noch. Okay. Machen wir kurz einen Prozess. Ich speichere nur mal. Für den Fall, dass es schief geht. Ah, die hat nicht genug Schuss. Ach, wir probieren es. So. Na bitte. Ist sie noch im guten Zustand? Jein, nein, gar nicht. Weg mit dem Scheiß. So, was hast du? Oh, aber leider auch ziemlich hinüber. Kann ich nicht verkaufen. Das kann ich mitnehmen, das nehme ich. So, das ist doch schön. Bisher was hat's gebracht.
Oh, der war gut. Warum schießt der Idiot auf mich? Ich hätte ihn nicht bemerkt. Und wenn ich ihn bemerkt hätte, wer sagt denn, dass ich ihm was tun will? Die sind alle überreizt in der Zone. Ganz furchtbar. Ah, hier ist nichts weiter. Okay, dann können wir jetzt weiter Richtung Norden ziehen. Haben einen armen paranoiden Stalker um die Ecke gebracht für ein paar Patronen und ein Medipack. Na toll. Ich bin stolz auf mich. Müssen wir jetzt lang, da lang. Ich hab da irgendwas knurren hören, oder? Ne. Wird auch schon paranoid. Man sieht das Licht bei Tag fast nicht. Ist ja eigentlich auch eher glaubhaftes. Ah, hier müssen wir durch, glaube ich. Jawohl. Achso, das ist übrigens auch cool. Man kann auch spähen. Ist ganz nett, ne? Ich werde es nie benutzen, dazu bin ich viel zu stürmisch und wenig planvoll. Aber dann wisst ihr, es geht. Weil theoretisch könnte man es immer besser lösen, als so, wie ihr es dann zu sehen bekommt. So. Oh. Irgendwas habe ich übersehen. Ich würde ja gerne mal hoch. So. Ist vielleicht... Junge! Muss echt mal aufpassen. Wo waren die? Ich sehe die nicht. Hä? Okay. Ich habe, glaube ich, wo habe ich das jetzt gespeichert? Ei. Ich glaube, bevor ich den Typen erledigt habe, ne? Na komm, ist eine Sache von 30 Sekunden. Ah, zum Glück danach. Ja gut, komm, das kriegen wir jetzt hin. Wo muss ich hin? Da. Bleibt ja bei mir. Wir sind sofort wieder da, wo wir waren. Leider nicht schlauer als vorher. Mal gucken, was jetzt aber rauskommt. Bestimmt nur Gutes. Tüdelidelüb. Und nur dafür habe ich Geld bekommen. Fürs Tür aufmachen. Karrieretipp. So, und jetzt will ich wissen, was da drin ist. Verdammte Axt. Ja, hier ist einer, ne? War die das, die mich geärgert hat? Ja, wahrscheinlich. Aber ich muss schnell weg. Die kommt ja wieder. Ah ja, gut. Das war's wert. Gut. Das wäre auch gegangen, okay? Wäre wahrscheinlich ein bisschen sicherer gewesen. Na gut, komm. Ist da was Schönes dabei? Ich habe keine Ahnung, aber ich muss hier schnell weiter. Ah, ich habe es befürchtet. So, okay. Junge, wie viele sind hier denn? Alles klar. Okay. So, und da sind wir wieder. Ich wollte euch nicht nochmal diese traurige Darbietung antun. Also, wo muss ich lang? Hier vielleicht. Nehmen wir doch den Weg. Oh Mann. Ja, die Zone ist tödlich, ja. Die Zone ist tödlich. Ist ja die Zone. Alles klar. So, und wir sind in einem neuen Areal ohne Ladepause. Cool, ne? Haben die schön gelöst. Ah, so, hier war ich ja auch schon mal, weil ich ja schon so viele Fehlaufnahmen hatte. Ich werde jetzt ein paar Leute erschießen. Einfach so, aber hat seinen Grund. Nicht wundern. Ich werde ihr wissen, warum.
Warum streckt dein Köpfchen raus? Ja, das war zu kurz. Ich bin nicht so schnell. Get over here, you pussy. So, okay. So, und das ist der Grund. Man könnte jetzt den Banditen eine Mission erfüllen und ihn retten, aber man kann sie auch einfach umbringen. So, Dude, du schuldest mir einen Gefallen. Thanks, man. Gerne. They'd have put me down like a dog if not for you. I've got a stash in this pigsty here. It's all yours. Dankeschön. I'll throw some coupons your way too. Everything I've got. Seriously, I owe you one. Siehst, es gibt auch gar noch dankbare Menschen. How did those thugs get you anyway? They were following me, I guess. Caught me when I was checking on the stash. They used some enhanced interrogation techniques on me. Okay. I've got. Thanks again. Check my stash. Something there just might come in handy. Das werden wir machen. Frag dich, wie lange noch überlegt ohne seine Sachen, aber das ist dann ja nicht mehr unser Problem. So, ich lag hier nicht noch irgendwo eine Waffe? Keine Ahnung. Was hast du dabei, Brudi? Oh, nett. So. Hatte ich nicht noch einen? Ah ja, der liegt da drin. Genau. Ja, nehmen wir auch. Ja, alles schön. So, und dann werden wir uns mal sein Versteck vornehmen. Vorher gucken wir uns aber noch ein bisschen hier um. Zum Beispiel danach. So, da habe ich einen hohen Verbrauch. Kann nie schaden, ein paar hundert Stück dabei zu haben. So, sein Versteck wird mir aber hier angezeigt. Nee, falsch. Achso. Was ist doch so? Ihr seht bei der Stamina-Anzeige, ne? Die raubt richtig Energie, das Springen und das Schlagen. Man sollte sich hier also nicht zu sehr darauf verlassen. Könnte einem im richtigen oder falschen Moment die Puste ausgehen. So. Was haben wir hier Schönes? Ja, ja, ja. Oh, alles schön. Die ist allerdings ein bisschen schwächer als meine jetzige Handgun. Darum nehme ich die nur mit, um sie verkaufen zu können. Ja, Last geht gerade noch. Wir sehen ja vorerst keinen Händler mehr. Sollen wir uns auch nicht zu voll packen. Das war schon beim ersten Stalker so. Entweder, wenn es schon schwere Sachen sind, sollten sie schon exklusiv sein, damit sich das Mitschleppen lohnt. Ansonsten lieber kleinere Sachen. Das bringt unterm Strich mehr Geld, je Gewicht, das man damit sich rumschleppt. So, da müssen wir hin. Gucken wir mal nach. Ja, sieht ganz so aus. Wir begeben uns ins Gefangenenlager. Klingt gut. Ein Ort, wo wir auf keinen Fall sein wollen. Und blöd wie wir sind, brechen wir nicht nur nicht aus, wir brechen sogar ein. Ohne Worte. So, jetzt lieber nochmal speichern. Ja, also es erinnert mich an so vielen Stellen an Stalker, Shadow of Chernobyl und Clear Sky. Call of Pripyat war ja tatsächlich mal ein bisschen anders gestaltet. Da hatten wir auch zum Teil, zumindest so in Richtung Endgame, ganze Häuserschluchten, die wir durchschritten haben. Also die Außenareale erinnern doch sehr an die früheren Teile. Also ich glaube, da braucht man, wenn man die alten Teile kennt, auch eine gewisse Sentimentalität, um daran noch Spaß zu haben und sich nicht nur zu ärgern, kenne ich doch alles. Und ich habe Spaß dran. Ansonsten ist es, glaube ich, tatsächlich in erster Linie so an die neue Gamer-Generation adressiert, die damit vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte hatten. Aber auch nicht die ollen Kamellen spielen wollen. Ja, und so haben doch alle was davon. Ja, wir kommen der Sache näher. Hab nur gerade noch wenig Konditionen. Hoffentlich finde ich Stalker mit ein bisschen Geld dabei, dass ich schon mal ein bisschen was von meinem Klöterkram verkaufen kann. Schauen wir mal nach. Wie ist eigentlich mit meiner MP? Habe ich ein bisschen? Ja, ein bisschen was habe ich.
Eine Pistole habe ich, glaube ich, wenig, ne? Ah, ne, da habe ich sogar mehr. Okay, das ist doch gut. Liegt hier ein bisschen was rum? Nö. Okay. Sieht so aus, als wären wir fast angekommen. Ja, aber offenbar ist schon jemand ausgebrochen. Jawohl. Okay. Ah. Gut, der erste wäre erledigt. Das Gemeine ist ja, sobald man auf Abstand geht, verstecken die sich auch wieder. Erst wenn man wieder auf Grund steht, lockt man sie raus. Da kommt der nächste. Dann sind die auch schnell wieder weg. Schäm dich. Oh, und das ist schwer anzuhören, wenn man Haustiere gewohnt ist, diese typischen Hundegeräusche kennt. Man will die doch nicht wehtun. Okay, wir haben sie erledigt. Jetzt haben wir doch wehgetan. Und ich fühle mich schlecht. Danke. Danke, liebes Spiel, für die Gewissensbisse. Gut, wir müssen hier offenbar rein. Dann machen wir das doch. Na, gibt's hier nette Sachen? Wahrscheinlich. Bin wahrscheinlich der 1007. Stalker, der hier durchgeht. Tja, und den letzten beißen die Hunde, im wahrsten Sinne. Na, kann ich hier rein? Sieht aus wie eine Gefängniszelle oder sowas. Oder ein Gefängnistrakt. Ja, das fällt dir früh auf. Wer bist du? Ich finde deinen Anzug geil. Kann ich den haben? Wen muss ich dafür rammeln? Na, egal. Hi. Ich auch nicht. But you got here just in the nick of time. The question is, can we trust you? Klar. Do you trust Richter? He's the one who sent me here. He said you could help me find Nestor. Ha! You just might be our ace in the hole. We've got a certain interest in the basement under the factory. And we found one of Nestor's hideouts there, too. He's got quite an archive. Nestor? And my gut tells me there's some clues down there about his current whereabouts. But we've got a problem. Let's see. The ward. They've sealed off every exit from the factory and jammed all our communications. And they did it while my men were inside. We could really use a good man who can make short work of a problem like this. Gib mir die Korne. Du willst, dass ich deine Männer rette? Warum? Was ist das für eine Frage? Was wollt ihr mit Nestor? Das wäre interessant. Wer bist du? Juckt mich nicht. What do you want Nestor for? Denn ich kann das hier lesen. We don't really need the old man himself. Okay. But he's like a magpie. He steals anything that isn't nailed down. Huh. And I'd love to see whatever he's got from the lab under the factory. Documents, specimens, you name it. Okay, also Nestor ist ein ähnlicher Sympathieträger wie Solda. Irgendwie gibt es in dieser Zone Leute, die sind wichtig und nur deshalb sind sie noch am Leben, denn es kann sie eigentlich niemand leiden. I'll see what I can do to help your people. You don't need to go in guns blazing. The building is large and dilapidated. Klingt gut. There are plenty of ways to get past the patrols and security checkpoints. The last time my squad made contact was in the basement. The place you're looking for is down there too. I'll send you the lab access codes. They might come in handy. Das ist gut. Also Haupt- und Nebenmissionen auf einer Tour. Finde ich gut. Take my gun. If we end up in a firefight, the zone likes it quiet. Oh, ihr habt aber schöne Sachen hier. Dankeschön. Er hat sie mir zwar nicht alle angeboten, aber hey, ja. Muss schon zahlen. So, können wir ein bisschen handeln? Ja? Yeah? Was ist das für ein Ort? What do you know about this place? It used to be a detention center. A prison, basically. Obviously, an environment like this is an acquired taste, so we don't get a lot of visitors. Not even now. It's pretty quiet here. That's fine by me. The basement, though. Good thing it's under lock and key. I think there's something down there. Serpentine mentioned he found the keys? I think he hid them somewhere on the ground floor. Oh, interessant. Dann suchen wir mal den Schlüssel. Aber handeln kann ich mit ihm nicht.
Good luck. Kann ich mit ihm handeln? Take care, Skip. Nee. Kann ich mit dir handeln? Der redet nicht mehr. Der heißt Indianer? Okay. Gut, dann suchen wir mal den Schlüssel, würde ich sagen. Das klingt ja mysteriös. Sehr geil. Ah, ich kann mein Messer nicht auspacken, also kann ich die Kiste auch nicht kaputt hacken. Wie blöd ist das denn? Hm. Dann würde ich sagen, suchen wir mal den Schlüssel im Erdgeschoss. Ah, das sind also die Gefängniszellen. Oh. Ich höre was. Ja, so sieht ein typischer russischer Knast aus, oder? Unangenehm. Hm. Okay, sind das jetzt Geräusche einer Anomalie oder lauert hier was auf mich? Schon ein bisschen gruselig. Hm. Ich weiß nicht. Es verlockt schon zum Erkunden. Es scheint ja irgendwas los zu sein. Ist das Signal vielleicht von draußen? Ich entdecke irgendwie nichts. Ja, gut. Ich speichere lieber trotzdem mal. Gut. So, der Schlüssel soll jetzt irgendwo im Erdgeschoss sein. Dann gucken wir uns mal um. Ich glaube, wir haben ihn schon, oder? Ja. Okay, das ging schnell. Jawohl. Oh, okay. Gehen wir außen rum. Geht schneller. Oh, ich bin ja schon gespannt, was im Keller los ist. Oh, ich glaube, ich höre es schon. Das klingt nicht so gut. Ich glaube nicht, dass mir Waffen da was nützen werden. Mal sehen. Ah. Oh, da ist zumindest schon mal eine Anomalie. Gut, dann wechsle ich mal auf mein Schräubchen. Oh, sogar mehrere gleich. Ich werde auch prompt angekokelt. Oh mein Gott. Ist aber nicht so schön hier. Das ist einfach nur ein Feuer. Oh, nee, das ist doch eine Anomalie. Ich habe einen neuen weiteren Schlüssel gefunden. Wofür mag der wieder gut sein? Hierfür? Also, nee, das klang so, als ging es ohnehin auf. Hm. Okay, so eine Anomalie. Okay. Sortieren kann ich später. Erstmal wird geplündert. Damit da war irgendwas. Nee, das war nur das Funkgerät. Okay. Hm, okay. Ich möchte hier gern wieder raus, wenn es recht ist. Ist nicht schön hier. Gar nicht schön. Okay, so. Okay, war ein bisschen wild da unten. Dann schauen wir jetzt mal, was wir erbeutet haben. Oh, ist der schon wieder gut? Hm. Darum können wir uns ja auf der Rückkehr, bei der Rückkehr kümmern. Deutschsprach, Schwersprach. Speichern wir mal und gehen jetzt erstmal auf Mission. Hallo, Freiheit. Ich wurde entlassen, wegen guter Führung. Ich war artig. Danke. Okay, ich gehe wieder zurück. Alles klar. War wohl ein Missverständnis. Ach, können wir uns einen Energy Drink gönnen, oder? Kommen wir schneller voran. So, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Lager von Wächtern besetzt. Na, dann schauen wir mal, ob wir da kampflos reinkommen.
ja überhaupt erstmal reinkommen. Das klingt schon mal nicht so gut. I might have something. Hey, hier. Sag mal. Beachte mich wenigstens, wenn ich schon daneben schieß. Oh, dachte ich hätte ihn erledigt. Okay. Jetzt wird's ungemütlich. Also okay, schleichen können wir vergessen. Hab mich zu lautstark angekündigt. Oh. Da noch eine Granate. Junge, ich hab mir keine Freunde gemacht, wie es aussieht. Lass das doch. Junge. Nein, ich bin nur eine Illusion. Geh wieder auf deinen Posten, Junge. Oh, das war knapp. Tja, ich fürchte, ich muss diese Anlage ausräuchern. Zwischendurch mal was essen, so viel Zeit muss sein. Ein Döschen. So. Lecker, lecker. Sieht irgendwie nach Hundefutter aus. Ich gebe dir Deckung. Alles gut. Komm nur. Ah. Oh, noch eine Granate. Oh, Junge. Es tut doch weh. Ah. Aber am Boden ist gerade keiner, ne? Die schießen nur aus dem Fenster. Kann ich auch hier wieder drauf wechseln? Na. Ach nein, nicht schon wieder. Wo habt ihr die alle her? Was. Du brauchst Verbände, guter Mann. Ah, gerade da war wieder. Ah. Kann aber auch verdammt gut schießen, ne? Ist ein Problem, denn ich kann das nicht. Oh, das ist eine neue Waffe. Sollte ich mir mal in Ruhe anschauen. Ah. Ja, ein gutes Gerät. Laden. Fallen lassen. Oh, fuck. Oh, okay. Hm. Ach komm. Hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Da hinten sind welche. Hätte einen Helm auf, ne? Denn das waren insgesamt zwei Kopftreffer, aber hat nicht gereicht. Oh, Granate. Oh, Gegner. Ich habe nicht gespeichert. Oh je, dann mache ich es gerade mal. Ich glaube, das geht gerade nicht. So. Junge, gib mal Ruhe. Ich hätte mich mit denen nicht anlegen sollen, ne? Na gut, jetzt ist rum. Ich kann nicht speichern. Das schon wieder her. Da! Oh, noch einer. Mist. Schnell weg. Ah, warum lege ich mich auch mit denen an? Zum Glück habe ich so viele Medipacks gehamstert. Mal wieder einen losgeworden.
ist der andere. Darauf kann man sich auch verlassen. Die lassen nicht mehr von einem ab. Da. Okay. Kehrt jetzt mal langsam Ruhe ein, ihr Lieben. Ich kann immer noch nicht speichern. Also bin ich immer noch von irgendwem im Visier. Ach, Klappe. Bist du. So, wenn man mal einen KI-Aussetzer braucht, dann ist er nicht da, ne? So, mal schauen, welche besser ein Schuss ist. Solange der noch nach mir sucht. Ah, hier, die kann ich gleich wieder vergessen. Ich würde gerne mal ausprobieren. Ah, nicht viel Schuss. Na, wo bist du, Burschi? Ich will die anderen auch noch looten. Sind doch jetzt einige gefallen, oder? Hm. Nichts mehr dabei. Von wo? Wahrscheinlich Fenster wieder, ne? Können natürlich auch die Gunst der Stunde nutzen und die Flucht ergreifen. Aber die rennen da oben rum. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ah, ich muss da noch ganz durch. Geil. Oh, das ist interessant. Achso, es ist der Schatten. Oh, wer bist du denn? Könnten wir ja mal befreien, oder? Das wäre mal eine Idee. Ha, kann ich jetzt mal speichern? Nein, immer noch nicht. Oh, und die Waffe hakt. Schon zu sehr hinüber, okay. Ha. Na gut, ich kann das Stirnlicht eigentlich auch anmachen. Die sehen mich ja sowieso. Dann sehe ich wenigstens auch was. So. Einer weniger. Und immer noch nicht speichern, Mist. Wo ist er? Ich höre ihn doch. Gerade sagen, es kehrt Ruhe ein, aber dem ist nicht so. Ich glaube, ich habe sie beide erwischt. Das ist gut. Und immer noch, naja. Gut, am nicht speichern können erkennt man dann natürlich ganz gut, dass man noch nicht durch ist mit den Jungs. Also. Entladen, ablegen. Entladen, entladen. Ablegen. Entladen. Ablegen. Ja. Gut. Oh, er hat gespeichert. Sehr schön. Und die Zelle war auf dieser Höhe, ne? Allerdings ist da hinten keine Tür. Dann versuchen wir das mal von hier aus. Vielleicht irre ich mich auch. Die Wege führen nach oben. Oh ja, sehr gut.
Wo war das denn? Dort. Dort, wo ich jetzt hinzeige. Da etwa war der. So, da habe ich einiges verbraucht. Wie kommen wir da jetzt hin? Ah, auch gut. Vielleicht übers Dach irgendwie rein? Wer weiß. Vielleicht sind wir schlauer. Tja, hier ist nichts zu wollen. Na gut. Jetzt wird es auch langsam dunkel. Also doch wieder runter. Mach ich denn mal von dort aus? Hier hinter müsste er etwa sein. Oh, es gibt eine Mission. Oh, wie gut, dass ich drin bin. Ah, hier geht's aber nicht weiter. Hä? Achso, okay. Ich dachte, was ist jetzt passiert? Dann sollte ich den Dude einfach mal im Gedächtnis behalten. Und es nachher nochmal von außen versuchen. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Warum habe ich auf einmal zwei Missionspointer? Geh zum Labor und geh in Deckung. Achso. Ja gut, ist alles gut. Es bezog sich jetzt nur auf die Emission. Ich war schon richtig hier unten, ne? Achso, wahrscheinlich kann ich nicht weiter, solange die Mission in Gang ist. Okay. Also ich nehme mal an, ich muss hier durch und muss jetzt tatsächlich die Mission, die Emission abwarten. E-Mission. Aber scheinbar habe ich alle erwischt. Sie müssten ja jetzt eigentlich reinkommen, um sich in Sicherheit zu bringen. Oh. Oh, hier kommt schon Wind durch. Das ist wahrscheinlich schon draußen, ne? Wow. Wenn es nicht sofort tödlich wäre, würde ich dazu gern draußen. Würde mir das mal angucken wollen. Oh, es ist auch ein ganz seltsames Gefühl gerade, ne? Gott. Oh, das sind welche. Vielleicht muss ich da ja auch lang. Die habe ich noch nicht bemerkt, ne? Aber ohne meine Stirnlampe sehe ich einfach nichts. Ja, hier geht's auch nochmal runter.
Gut, wie war der Code? 2690? Oder was war das? 2605. Beute. Schon mal gut für die Stimmung. Für die Moral. Oh. Das Geräusch kenne ich doch. Ist nicht dieser Unsichtbare? Irgendwo scheint auch eine Anomalie zu sein. Ich muss runter, okay. Ja, vielleicht nochmal stärken. Sehr schön. Der liegt hier schon ein bisschen länger, den kann ich nicht mehr... Oh, da! Ich wusste es doch, dass ich ihn gehört habe. Verdammte Axt. Oh, die klemmt jetzt auch schon. Hey. Wo ist er hin? Ich würde eigentlich gerne mal die Waffe wechseln. Wo bist du? Da war was. Und ich nutze gerade mal die Zeit. Dürfte er gleich hochkommen. Ah, Junge, Junge, Junge. Schnell Energie. Okay. Ist er schon hier oben? Auf jeden Fall lebt er noch. Ah, ein Glück, okay. Hoffentlich war es der Einzige. So, okay, dann werden wir mal... Achso, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Dann mal weiter gucken. Hier hat er uns... Ah, ne. Ist wieder was anderes. Oh, Mist. Oh, wo bin ich denn sicher? Ich hoffe hier. Ja, offenbar. Gut. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich habe gerade zu viele Tasten. Ach, hier war das, ne? Was ist das hier? Git. To get me killed.
for good, tinkering with this stalker trash. Freaking scanners! Gut, also hier liegt doch noch irgendwas rum, oder? Wer bist du? Who am I talking to? I'd rather introduce myself some other time. Your death isn't part of my plans. I suggest you come to me. Up the stairs. I sent you the code to the door. Aha. Okay. Mit dem hatte ich irgendwie nicht gerechnet. Warte, upstairs. Hier für upstairs. Oh. Ich hoffe, der Code wird mir auf dem PDA angezeigt. Ah, hier. Sehr gut. Also, Code ist... Hm, 2603. Sehr einfallsreich. 2605 und jetzt 2603. Warum kann ich nicht eingeben? Irgendwas ist gerade schiefgelaufen. Ah ja, gut. Ja, ein Träumchen. Oh, ich höre da schon was. Oh, das ist eine Anomalie. Nicht gut. Ich weiß nicht, ob wir die schon gemeinsam hatten, aber die zerschneidet einen. So. Warum geht die von alleine auf? Gefällt mir nicht so. Ich mache Türen lieber alleine auf. Vor allem, wenn ich alleine bin. Oder sein sollte. Gut. It's me. Skiff. Give me a hand. Bring that shit over here. Na gut. Go on, turn it on. Easy, we've got an infinite amount of time ahead. Nee, ich kann's halt nicht. Was malt er da hin? Mit seinem Blut. Das. Sind das Wächter? Ja, okay. Das ist gute Laune, hä? Ach ja. Jo. Hat funktioniert. Ist er weg? Kann ich meine Stirnlampe gerade nicht anmachen? Ah. Ja, er ist weg. Kann ich da nochmal rein? Achso, hier geht die automatisch wieder aus. Okay. So. Kann nicht schaden. Es scheint Strahlung angesagt zu sein. Achso. Ich verzichte. Obwohl, wo soll ich denn dann lang? Gibt es hier noch einen anderen Weg? Da muss ich da wohl durch, ja? Ah ne, hier ist was. Gut. Alles klar. Hm. Sehr schön. Hätte er wohl sein Lager. Jetzt ist es einfach nur noch ein nutzloser Raum. Na, ah, noch mehr. Schön. Hey, ich habe ihn. So. Ob wir uns je wiedersehen. It was nice meeting you. I'll see you around, Skiff.
Kein Abschiedskuss. Na toll. Er hat mich benutzt und weggeworfen wie einen wertlosen Gegenstand. Okay, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Ziemlich eklig hier, möchte ich kurz vermerken. Wir vermischen sich Salz und Urinstein miteinander, habe ich den Eindruck. Aber ich bin draußen, hey, gut. Aber da war doch noch so ein Dude in Gefangenschaft. Den sollten wir uns auch noch kümmern, oder? Das machen wir jetzt vielleicht als letztes noch. Wo kriegt er noch Happa Happa? So. Ah, lass dir schmecken. Mann, ich habe die Reine hier schon ordentlich ausgedünnt. Das haben die hoffentlich nicht vergessen, dass sie tot sind. Das sieht hier irgendwie anders aus, oder? Was ist das überhaupt? Ja doch, die Fabrik, ne? Und was ist hier noch? Kretzus da zurück. Achso, das war meine Nebenmission. Na gut, dann würde ich sagen, kehren wir zu Star zurück. Na, ist nicht mehr so weit. Und der Energy Drink hat nicht das getan, was er tun sollte. Ah, doch. Habe ich wahrscheinlich nur zu früh abgebrochen. Der Star stellt ja auch nochmal eine eigene Fraktion dar. Also ist Teil einer anderen Fraktion. Dann sollte ich ihn vielleicht doch nochmal fragen, wer er ist. Dann erfahren wir das auch gleich. Ich habe so das dumme Gefühl, dass uns auch wieder die Hunde auflauern. Aber diesmal würde ich mich gar nicht lang mit denen aufhalten, sondern direkt reinrennen. Ich glaube nicht, dass die hinterherkommen. Dazu brauche ich ein bisschen Ausdauer. Na, sie sind weg. Okay. Achso, wir haben auch noch den kleinen Schlüssel. Da brauchen wir auch noch einen Verwendungszweck für. Okay. Aber erstmal holen wir uns unsere Belohnung, würde ich sagen. Hi. Are you all right? Ja. Fucking Wardens. Well, at least someone got out. Ich hatte Hilfe. Someone contacted me while I was in there. He helped me out. One of your men. Actually, I'm one of his men. You don't need to know more than that yet. Okay. When the time comes, he'll find you. Na, ist ja gut, dass ich ihn kontaktiert habe. The men are dead. But I guess you already know that, don't you? I do. Their sacrifice can't have been in vain. We have to go back. We haven't discussed payment yet. But I don't like to be in debt to anyone. Good luck. May you find your path through the zone. Okay. Any questions? Ja, wer bist du? Ah nee, das kriege ich nicht Anytime. Mehr raus. Okay, gut. Ich hoffe, ich denke dran, dass wir nochmal zurückgehen und nach diesem Gefangenen schauen. Und dass wir rausfinden, wofür der kleine Schlüssel ist. Und danach machen wir mit der Hauptmission weiter. Okay. An dieser Stelle soll es aber erstmal reichen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.